Hallihallo Lüle, zurück zu Sacred. Wir sind immer noch hier in Underworld. Letztes Mal neu begonnen. Auf Gold natürlich. Platz ist ja zu hoch. Viel zu hoch. Das schafft man nicht. Müssen wir noch weiter ein bisschen leveln. Gucken, ob wir diesmal einen Weg finden. Ich habe ja was im Forum gelesen gehabt. Mal gucken, ob es auch wirklich der Weg ist. Kurz auf der Karte gucken, was das auch war. Ach, kann man es nicht lesen, ne? Ist natürlich blöd. Aber da bin ich ja hängen geblieben und hier, irgendwo hier oder da soll ein Weg sein. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich werde mal alles ablaufen. Ich mache euch fertig. Haben wir nur die eine Höhle gefunden, da wo ich nichts machen konnte. Da war ja nichts. Jawohl, Synchronsterben 10,0. Eine bessere Waffe. 939 bis 1049. Das ist zu wenig. Ich brauche eine bessere Waffe. Ich brauche alles besser. Von daher, ne, aber vor allem Waffe, dass man mir mehr Schaden mache. Das wäre schon mal was. Hallo Globs. Boah, wo schießt der hin? Ach Jungs, was habt ihr da gemacht? Ja, Level Up dauert noch ein bisschen, aber haben wir schon mal einen. Jetzt kommen wir hier gleich zum Dorf. Widerliches Etwas. Genau, widerliches Etwas. Wie gefällt euch Underworld von der Umgebung her? Also mir gefällt es schon sehr gut. Für eine Unterwelt ist es schon nicht schlecht. Auch die Gegner und so. Sieht schon schön aus. Ja, es gibt natürlich auch noch Sacred 2. Auch noch einigermaßen gut, aber Sacred 3, darüber reden wir besser nicht. Das ist ein voller Fehltritt. Aber sowas von. Vor allem hat man diese Bewegungsfreiheit wie jetzt hier, hat man da überhaupt nicht. Ist sehr, sehr linear. Und die Kämpfe auch ganz anders. Also, besser nicht. Besser nicht darüber reden. Genauso wie Gothic 4. Ist auch so ein Fehltritt. Was sie sich dabei nur gedacht haben, ich weiß es nicht. Ach, falsch. Oh, egal. Ich habe mal per Zufall gesehen, dass es von Gothic 4 auf alle Fälle ein Let's Play gibt. Wenn das euch antun wollt, bitte. Von Sacred 3 gibt es bestimmt auch ein Let's Play von irgendjemand schon gemacht. Also ich mache es nicht. Nein. Keine. Nee. Mit Sicherheit nicht. Ich habe es mal angespielt gehabt. Vielleicht 10 Minuten und dann fort wieder raus. Tschüss. Nee. Das ist vor allem kein Sacred. Da ist alles anders. Alles. Widerliches Etwas.
Na ja, sind wir hier bei Sacred 1, Underworld. Machen wir hier erstmal, ne? Eins nach dem anderen. Falls es euch interessiert, Sacred 2 ist ein bisschen mehr 3D-mäßig. Da ist ja hier eigentlich 2D. Eigentlich. Und Sacred 2 ist voll 3D. So, das Nahlukdorf, da ist ein Schmied, sehr schön. Hm, da ist er ja. Hi. Ah, ein Glorb. Viel Fleisch für hungrige Haduk. Willkommen bei uns bist du. Doch nicht hier ist dein Ziel. Hm? Großes Tor in den Minen, dunkel, kalt, tief im Berg, tief drinnen. Gargaduk weiß mehr, kennt sich aus, sprich mit Gargaduk, der kennt geheimen Zugang, kennt Wege der Dämonen. Geh und lass Glob hier. Ist der irgendwie verwandt mit dem anderen komischen Fleischklops? Aus dem Ende von Akaria? Redet nämlich genauso. Kombameister lassen wir noch. Ich wollte hier erstmal Händler. Erstmal Händler abklappern. Da kann's haben. Alles haben. Da. Nein. Was haben wir da? Amulett mit 350, ich hab 400. Schaden, nur physisch magisch. Ist auch nicht der Bringer. 99 und 52. Ach, alles höher. Rüstung. Schulterpanzer. 420. 504. Soll nichts sonst drauf. Verteidigung, ja. Nö. Handschuhe. Auch nichts besonders. Waffen. Kaum was Gesockeltes. Ganz bald in den Müll. So, wollen wir mal den Schmied hier. Was habe ich denn da drauf gehabt? Angriff, ne? Ja, alles Angriff hier. Will ich auch wieder drauf haben. Angriff. Bestimmt schlechter so ein Glück, wie ich hab. Angriff. Ne, bisschen stärker. 1283, das ist ja gut. Dann lass mal den auch. Ich hab noch einen Dolch gesehen. Zack. Zack. So. Ja, Angriff muss ich da ein bisschen höher machen, ne? Jetzt habe ich ja Verteidigung gemacht ohne Ende. Ich brauche aber Angriff wieder. So. Hier ist auch eine kleine Quest. Wohl hier drin oder was? Jo, da ist einer. Haduk Pilzzüchter. Tötet das Friedhofsmonster. Ja. Für meine Ahnen. Ja, das auch. Nach da oben. Das da wohl. Zombie. Dafür haben die mich jetzt gebraucht? Mann. Ja. Was kriegen wir da? Attacke! Ja, wegen dem Coronavirus wird wahrscheinlich ein Fußballspiel abgesagt. Also unser jetzt am Samstag, Dortmund gegen Schalke, wird wahrscheinlich abgesagt. Wegen Coronavirus? Mal sehen. Ist noch nicht sicher. Ja, ich bin Schalker, kein Dortmund, ich bin Schalker.
Schon immer gewesen. Wird auch immer bleiben. Aber wir haben hier in der Nähe auch zwei große Einkaufszentren. Die werden komischerweise nicht geschlossen, obwohl die voll sind bis oben hin. Von Zentrum in Oberhausen. Da ist voll bis immer Kunden ohne Ende. So, was willst du denn? Von Yaraduk ihr kommt? In die Minen müsst ihr. Tor dort drin, ganz tief. Den geheimen Eingang kenne ich. Keine Gefahr, keine Wächter. Soll Gagaduk mit Tor für euch aufmachen? Gut, ja. Gut. Kommen, hier lang. Geheimer Eingang dort. Ja, dann latsch mal an. Ja, wenn ich eine Nebenquest sehe, dann werde ich die natürlich mitmachen. Wie ist es eigentlich bei euch? Sind da große Einkaufszentren, die geschlossen werden wegen dem Virus? Oder ist alles auf oder so? Wie ist es bei euch? Also bei uns sind die alle ganz normal auf. Geschäfte, alles ganz normal. Einkaufsstraßen so. Ja klar, ich will sie natürlich jetzt nicht mehr mit der Hand begrüßt im Moment, wegen dem Virus halt. Sonst alles normal hier. Straßenbahn, Busse, fahren alles ganz normal. Da so schnell nicht stehen bleiben, weil sind ja Einbußen. Das werden die nicht einfach so hinnehmen wollen dann. Widerliches Etwas. Was aber komisch ist bei uns hier, in einem Supermarkt, dessen Name ich nicht nennen möchte, da sind schon wieder kein Toilettenpapier da. Alles weg. Riesenmenge. Alles weg. Also das ist der einzigste Hamsterkauf, den ich so gesehen habe. Das ist sehr, sehr seltsam. Komplettes Scheiß aus Papier ist weg. Auch Zeba. Auch. Was immer die damit vorhaben, keine Ahnung. Da. Oh. Mal wieder eine Heilung nehmen. Da. Was ist denn da oben eigentlich? Weiß ich gar nicht. Ist da oben was? Keine Ahnung, kann nichts sehen. Ach komm, gehen wir mal hier hoch. Wir müssen ja sowieso leveln. Ein Level haben wir schon wieder fast. Vielleicht finden wir noch schöne Sachen. Neue Waffe zum Beispiel wäre schon nicht schlecht. Riesenschlangen. Könnte eine Anaconda sein. Soll ein Würmer sein. Ach so. Verkommene Keule der Zerstörer. 965 bis 445. Physisch ohne Ende. Physisch macht er ohne Ende. Ah, ich habe 1046 bis 1052. Müssen wir dann was zusammenpullen hier? Komm her. Mann. So, geht doch. Dafür gebe ich die Goldmedaille.
Machen wir hier nochmal eine kurze Pause. Da kommen die einen immer noch hier mit. Ne, ein Wurm hier. So. Ich mache hier mal eine kurze Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Sacred Underworld. Bis dahin, tschö mit Ö.